Verehrte Zuseherinnen und Zuseher, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge in unserer Vortragsreihe Mein Weg zu unseren Deutschen. Unser heutiger Gast ist der 1948 in Prag geborene Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmemacher Jiří Mann. Die Namensgleichheit mit der bekannten Schriftstellerfamilie ist dabei kein Zufall. Er ist ein Enkel Heinrich Manns und seine Mutter Leonie war die einzige Tochter von Heinrich und Maria Mimi Mann. Herzlich willkommen, Herr Mann. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann und guten Tag. Ja, Jiří Manns Vater war der in der Tschechoslowakei erfolgreiche Autor Ludwig Aškenázy. Und zu seiner weiteren Biografie, zu Biografie Jiří Manns, wäre Folgendes zu bemerken. 1968, nach der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings, emigrierte Jiří Mann mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder Ludwig nach Westeuropa, unter anderem nach München und dann Berlin. 1989 kehrte er wieder in seine Heimatstadt Prag zurück. 2007 veröffentlichte er den deutschsprachigen Band Prag, Post der Restante, eine unbekannte Geschichte der Familie Mann. Und 10 Jahre später, 2017, erschien der tschechischsprachige Novellenband Let me Medvěd Eisbär. Im Jahr 2023 schließlich auch sein Roman Stříbrný kouzelník, der silberne Zauberer. Sein Vortrag trägt den Titel Der kleine gelbe Doppeldecker und er wird uns sicher gleich verraten, was es damit auf sich hat. Bitte, Herr Mann, ich bitte Sie um Ihren Vortrag. Hallo, dann nochmal guten Tag und ich werde jetzt mal vorlesen, was ich mir überlegt habe. Der kleine gelbe Doppeldecker. Ich nenne das, was ich gleich zu erzählen versuchen werde, der kleine gelbe Doppeldecker. Und ich kann gleichzeitig den Titel, der mir aus anderen Gründen, die kommen auch noch zur Sprache, passend schien, als eine beschwichtigende Metapher einsetzen. Das Berlin ist wieder einmal voll mit Straßenbaustellen, die sich schon selbst den Weg verbauen. Und der gelbe Doppeldeckerbus der Berliner Verkehrsbetriebe kommt trotzdem, wenn auch auf überraschenden Umwegen, zum Ziel. So wie ich vielleicht auch mit meinem Vortrag. Und nun sollte ich mich langsam auf sein Thema, nämlich mein Weg zu unseren Deutschen, konzentrieren. Ich stutze dabei allerdings kurz, da ich manchmal die Sprache und egal welche ernst nehme und sage mir, der Weg zu unseren Deutschen, gut, ist okay, aber wieso sind die unser und wer sind wir, die sie dann eben irgendwie haben und wo haben wir sie? Weil sich das Wort unser so deutet, wie man es mir im Goethe-Institut beigebracht hat oder gar beigebracht hatte. Es ist nämlich schon so lange her, dass es kaum eine Grammatik gibt, die diese Sprachkursvergangenheit im Jahr 1969 noch zeitlich zu fassen kriegt. Da ich mich aber in diesem noch zu überlegenden Vortrag wahrscheinlich mit noch viel mehr vergangener Vergangenheit beschäftigen werde, muss ich die vorhandene Grammatik akzeptieren und damit auskommen. Was einmal war, das war eben mal gewesen. Und damit hatte es sich. Die Bestätigung meines Goethe-Instituts-Sprachkurses liegt übrigens inspirierend vor mir. Lehrgang der deutschen Sprache in der Mittelstufe 1, Kochel am See. 28 Wochenstunden mit genügend abgeschlossen. Wir, die Studiosi, manche davon, ich zum Beispiel, Stipendianten, wohnten zur Untermiete. Ich bei einem bodenstämmigen Bauer. Seine Kühe weideten auf den sanften Alpenwiesen und man hörte sie manchmal bis in das Klassenzimmer. Die Buhrufe und die Glocken. Gleich zu Anfang meines Aufenthaltes füllte der Bauer zwei Schnapsgläser voll und da es sich nicht schon 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren, sondern es waren erst 24 damals, sagte er: Wir waren nicht immer gut miteinander, gell, aber jetzt ist es vorbei und wir werden wieder Freunde, stimmt's? Da ich die 28 Unterrichtsstunden im Goethe-Institut erst vor mir hatte und sein Bayerisch sehr mundartig war, habe ich ihn nicht richtig verstanden und antwortete sicherheitshalber nein. Da war er doch etwas überrascht, aber kam zu dem Schluss, was soll's, wir trinken trotzdem einen Prosit. War das der Anfang meines Weges zu den Deutschen, ob zu den unseren oder deren eigenen? Also klar, ich tue ja doch nur so, als wüsste ich nicht, was mit unseren Deutschen gemeint ist. Ich weiß es wohl.
Die unseren sind damit doch gemeint, die es aber nicht mehr sind oder bald immer noch. Wir waren uns ja jahrzehntelang in Böhmen zwar gegenseitig unser, aber es bildeten sich zwischen den beiden, sagen wir mal, sprachgemein eine gegenseitige Abneigung. Zu allem Positiven kontraproduktiv, aber permanent begründet. Man hat dann erstmal zueinander mürrisch geschwiegen und später kam es noch Ärger. So wird es zumindest kolportiert von Menschen, die es wissen mussten. Johannes Urzegel zum Beispiel, einer von unseren Deutschen, den ich besonders schätze und mag. Urzegel, der es seinen Tschechen sehr übel nahm, wie diese seine bzw. ihre Deutschen nach 1945 behandelt haben. Wobei diese seinen Deutschen den ihrigen Urzegel seinerzeit gerne umgebracht hätten. Was er nur dadurch verhindert hatte, dass er in die USA verschwand. Und da trafen sich ja viele unserer, auch einige richtig meine Deutsche. Aber leider nicht alle. War Kochel am See der Anfang meines Weges zu den Deutschen, zu allen und zu den Unseren speziell? Ja und nein. Denn einerseits schlängelt der Anfang meines Weges weit in das Plusquamperfektum und dann eben doch. Es war immerhin der Anfang meiner sprachlichen Verständigung mit Ihnen, mit meinen 20 Jahren. Was wieder auch nicht ganz stimmt, wie eben kaum etwas ganz stimmt. Schrödingers Katze kann viel davon miauen. Weil nämlich unsere Deutschen sprachen und sprechen noch auch sehr gut Tschechisch. Verständigen konnte man sich schon immer gut. Wollen war die Mangelware. Sie sprachen, und einige tun das immer noch, einwandfreies und vorzügliches Tschechisch. Wie der alte, elegante Herr, den ich irgendwann mal Anfang der 70er Jahre in der nächtlichen Münchner Straßenbahn getroffen hatte und mit ihm ins Gespräch gekommen war, weshalb ich etliche Haltestellen weiterfuhr als zum Willibaldplatz, was meine eigentliche Haltestelle war. Andere sprachen Tschechisch möglicherweise etwas, aber nur wenig und nur in Nuancen verfremdet. Wie die Frau Schwarz, der mein Vater seine Märchen deutsch diktierte, und sich dabei manchmal mit einem tschechischen Wort aushalf, was sie flink einordnete. Sie war sehr lieb, hatte im Gegensatz zu dem Herrn in der Straßenbahn im Tschechischen einen leichten deutschen Zungenschlag. Sie stammte aus Brünn und meinte ganz leise, manchmal waren die Behörden schon etwas schikanös zu den Deutschen damals. In der ersten tschechoslowakischen Republik, wogegen ich anschließend im Gespräch kräftig mit den deutschen Ministern in der damaligen Prager Regierung argumentierte und sie dann mit meinem Vater das Märchen weiterschrieb. Sie fand seine Märchen übrigens immer sehr spannend und wartete gebannt, wie es weiterging. Sie kam deswegen damals immer bis nach Bozen angereist, wo meine Eltern auch mal wohnten, wo es übrigens doch dasselbe gibt, was es in Böhmen mal gab, unsere Deutschen und unsere Italiener in dem Fall. Irgendwie ist die altoadische Pointe da aber wesentlich besser ausgefallen. Offenbar ist es schon hilfreich, wenn man nicht permanent gegeneinander aufgehetzt wird oder im konkreten Fall damit zumindest bei Zeiten notgedrungen aufhört. Also, die Sprache bestimmt scheinbar das Gefühl des Dazugehörens. War angeblich nicht immer so. Es gab Zeiten, da stritt man in Böhmen über die Art der Messe in der Kirche und nicht über die Sprache der Knienden. Angeblich ist es eher die Erfindung des 19. Jahrhunderts, diese besessene Zugehörigkeit zu irgendwelchen Leuten, zu irgendwelchen Leuten, die diese auch mal mehr oder mal weniger verspüren, die Zugehörigkeit. Klar gibt es da Ausnahmen, die Zürcher sprechen auch Deutsch. Trotzdem, ich glaube, außer der verräterischen Freude beim Länderfußballspiel gibt nur die Sprache eine äußere und innere Festlegung. Ein Deutscher, ein Tscheche oder ein Slowake. Und Sie vielleicht? Sind Sie unser Deutscher? Na, eher nicht, wie ich Sie so höre mit Ihrem Plattdeutsch. Das passt nun gar nicht zum Böhmerwald.
Im Tschechischen heißen die Deutschen Němci, also quasi die Stummen. Ich finde es irgendwie rührend, wenn eine nicht geradezu üppige Sprachgruppe alle die vielen, die drumherum hausen, einfach als die Stummen definiert. Die Stummen kommen dann ins böhmische Dorf und finden es irgendwie unzugänglich und eigenartig. Die Tschechischsprachen sind da übrigens in der Metapher weit und weitläufiger. Erst im spanischen Dorf haben sie dieselben Eindrücke. Aber was macht man, wenn man aus der Stumme ins böhmische Dorf kommt? Und was machen die Dörfer mit dem Stummen? Mein Vorschlag wäre, man lächelt sich zu. Aber kaum jemand hört auf meine Vorschläge, nicht mal ich. Als meine Mutter begeistert gerufen hatte, Tor! Günther Netzer tanzte da über den Rasen hin und her und schoss das Tor. Ich habe schon vergessen, gegen wen, aber das war 1974 auf der Fußball-Weltmeisterschaft. Da ging mir das Licht auf. Meine Mutter, sie ist eine Deutsche. Was mir, als wir vorher 20 Jahre lang in Prag lebten, nie in den Sinn kam. Wir haben da allerdings auch nie zusammen die Fußball-Weltmeisterschaft im Fernsehen geschaut. Aber einmal hatte mein Vater eine Theaterpremiere und das war 1962. Die Tschechoslowakei spielte gerade in Chile im Finale einer ganz anderen Fußball-Weltmeisterschaft gegen Brasilien. Das halbe Publikum erschien zu jener Theaterpremiere mit den kleinen Transistorradios, und so klein waren sie damals auch nicht, am Ohr. Und während eines besonders herzergreifenden Dialogs auf der Bühne summte das Publikum leise und begeistert unisono: Tor! Tor! Meine Mutter schwieg, ob aus Solidarität zu ihrem Ehemann, dessen Theaterstück gerade der gottbegabte Stürmer Josef Masopust in Chile bravourös austrickste, oder weil eben nicht die Deutschen das Tor geschossen hatten? Da habe ich keine Antwort parat. Ich weiß aber, dass immer in jeder von unseren Prager Wohnungen der eingerahmte Druck eine Lithografie gehangen hatte. Eine, die man in München eigentlich in jedem zweiten Restaurant sehen kann. Das Stadtbild mit der Marienkirche, darüber schwebt ein Banner mit der Aufschrift München. Ich habe mir das Bild als kleines Kind oft angeschaut. Es zog mich hypnotisch an, war mir dabei aber gänzlich unverständlich und fremd und flößte sogar durch die eigenartige Fremdheit eine gewisse Beklemmung ein. Als ich dann später lesen konnte, kam ich mit dem Umlaut über den Ü nicht zurecht und mit dem Wort München noch weniger. Da lebte ich, sagte meine Mutter auf Tschechisch, mit meinen Eltern. Eine schöne Stadt. Eine Trauer überfiel mich. Ihre Eltern, meine Großeltern, ich habe sie ja nie kennengelernt. Und die schöne Stadt, das war klar, die lag auf einem gänzlich unerreichbaren Planeten. Zum Mars zu radeln, war einfacher als damals von Prag nach München zu fahren. Sie lebte, überlegte ich mal, also in einer Stadt, meine Mutter, die nun quasi nicht existiert, dachte ich weiter bedrückt, mit Eltern, die auch nicht mehr existieren. Sie hatte dadurch sicher Freunde, die genauso nicht mehr existieren. Und sie schwieg sich darüber aus, auf Tschechisch. Es gab einige Versuche, meine Mutter mit mir Deutsch zu reden, aber ich war in meiner Ablehnung felsenfest. Unsere Deutschen haben aber auch Kinder. Die werden sich vielleicht irgendwelche Stadtbilder genauso verwundert angeschaut haben, wie ich die Münchner Stadtansicht. Zum Beispiel Eva, eine Freundin aus West-Berlin der 70er Jahre und 80er Jahre, sie schwebelte kräftig, lokal total unpassend zum Kreuzberg. Sie meinte, ihr Vater kann seine Jahre in Prag nicht vergessen. Er meint, es waren die besten in seinem Leben. Er redet so oft davon.
Zu meiner Beruhigung lagen diese Jahre vor dem Krieg. Erst Jahre später erwähnte sie, ihre Mutter ist aus einem Dorf irgendwo bei Reichenberg. Und von da war auch ein Kommilitone auf der Filmakademie. Als Säugling kam er nach Bayern und die Frau eines von meinen besten Westberliner Freunden kam zur Welt in Ustinadlaben, konnte sich aber natürlich nicht an die Stadt erinnern. Nie würde ihr einfallen, und mir noch weniger, dass sie irgendwie unser ist. Meinem Freund von der Filmakademie schon gar nicht. Der war sowieso so eigen, dass er für irgendwelches unser wirklich kein Zentimeter Platz war. Trotzdem nachträglich, als ich es dann immer wieder zufällig erfuhr, dachte ich mir, dass mit diesen Menschen die Kommunikation irgendwie in dem Nichtverbalen, meine ich, etwas anders, irgendwie schon etwas mehr verwoben schien. Das Lachen war irgendwie näher, das Gespräch Ping-Pong war ein Hauch leichtfüßiger. Aber vielleicht habe ich es mir nur eingeredet. Andererseits, über Generationen lebte man doch auf so einem kleinen Stück Erde zusammen. Da kommt doch was rüber. Da bleibt was hängen. Das sind so circa meine Gedanken für den geplanten Vortrag. Und weitere drängen auf die Zunge, aber ich kann mich mit ihnen nur halbherzig beschäftigen. Nicht mal halbherzig. Denn ganz herzig bin ich gerade auf dem Weg zu nicht unserem, sondern vielmehr zu meinem Deutschen. Dieser aktuelle Weg ist im Gegensatz zu dem, über welchen der Vortrag zu halten ist, sehr konkret zu beschreiben. Nur ist leider diese Beschreibung etwas öde, keinesfalls philosophisch oder nach Begriffen suchen. Man könnte diese Wegbeschreibung auch problemlos Google Maps überlassen. Wenn ich es jedoch mit den eigenen Wörtern versuchen sollte, dann der Weg zu meinem Deutschen geht vom Prager Hauptbahnhof los. Zwischen Prag und Berlin fahren momentan die Züge beinahe so oft wie die Straßenbahnen von einem Stadtteil zum anderen. Bequem sausen sie durch die Landschaft. An einem Fluss vorbei, der fälschlicherweise Elbe heißt, wo er doch eigentlich Moldau heißen müsste. Wenn doch unweit von Prag bei Mielnik die kleine Elbe in die große Moldau mündet. Man benennt die Flüsse doch stets nach dem Mächtigeren, der den kleineren einwässert. Wenn man diese eiserne Regel nicht außer Kraft gesetzt hätte, stünden die noblen Hamburger Häuser nicht am Elbufer, sondern am Moldauufer. Was dies mit Bezhyk Smetana gemacht hätte, ist kaum zu Ende zu denken, geschweige denn zu komponieren. Also ich fahre an der Fake News Elbe entlang durch die liebliche Flusslandschaft, die allerdings, wenn man sie alternativ per Auto durchkreuzt, weniger lieblich ist. Noch 80 Jahre nachdem man unsere Deutschen von da verjagt hatte, wirkt sie immer noch irgendwie verlassen und provisorisch. Die kreuzen sich auch kurz die beiden Wege, der eine zu meinem Deutschen und der andere zu jenen sagenhaft unseren. Die Wege kreuzen sich übrigens mehrmals, auch wenn man zum Beispiel die Theresienstadt passiert, wo die Deutschen, die unseren und die eigenen, meine Großmutter, weltanschaulich dabei bestens argumentierend, absichtlich und wohlüberlegt marteten. Aber ja, erstens fährt unser Eurocity-Zug da nicht durch. Es waren ja andere Züge, die hin und vor allem von da fuhren. Und zweitens hat es wirklich nichts mit meiner aktuellen Reise zu tun. Na, also das stimmt auch wieder nicht. Egal, die aktuelle Reise hat mich via Dresden zum Berliner Hauptbahnhof gebracht. Die S9, da bin ich mir mal mit Google Maps total einig, von da weiter nach Charlottenburg mit mir fährt. Hier kann ich nun irgendwie doch über den geplanten Vortrag nachdenken, aber die Zeit dafür ist relativ knapp. Ich muss nämlich auf jeden Fall im Laden an der Ecke eine Lok oder einen S-Bahn-Zugwagen oder einen kleinen gelben Doppeldecker kaufen. Okay, getan. Der Verkäufer ist schwarz, nichts Fremdes sickert in sein Deutschland durch,
außer dass er etwas berlinert. Ich bemühe mich im Gespräch mit ihm redlich nicht zu böhmaken, was mir nicht immer gelingt. Auf einmal bricht es dann doch aus mir heraus. Kann man auch die Fahrertür aufmachen? Ich mag ja wirklich nicht in die sprachliche Familie von Karel Gott, der uns mit unseren deutschen mittels Biene Maja verbindet, eingeordnet werden. Und ist der Verkäufer etwa unsere Deutsche? Na, eher nicht. Ist er überhaupt ein Deutscher? Offenbar. Auf jeden Fall gut beraten und eingekauft. Ich bin müde vom Staustehen von am Alex und in der Leipziger Straße und vom nervenden Schneckentempo in der Frankfurter Allee, so schön mit Stalins Architektur glänzend. Ich fahre dann doch lieber wieder mit der S9 zum Hauptbahnhof und mit der U5 zum Frankfurter Tor. Och Gott, nach Friedrichshain. Dass es sowas gibt, habe ich zu meinen Westberliner Zeiten nicht einmal geahnt, geschweige denn befürchtet. Ich bin eine Stunde von Charlottenburg zum Frankfurter Tor gefahren. Das ist wie von Prag bis nach Ústí nad Labem, Aussicht, wo die Deutschen sich mal mit weißen Armbinden markieren mussten, lese ich. Im Sommer 1945. Da war wahrscheinlich auch die Mutter der Frau meines Westberliner Freundes dabei. Und man hatte sie dann nicht alle natürlich, zum Beispiel gerade die Mutter der Frau meines Westberliner Freundes nicht, denn die hatte einmal in Berlin für die Familie gekocht, böhmisch, und ich war ja da eingeladen. Aber schon viele andere mit den weißen Armbinden hatte man von der Brücke in den Fluss geworfen, in die Elbe. Ob die so heißt, ist eine Sache und dass viele in ihr ertranken, eine andere. Hätte ich diesen Vortrag nicht im Kopf, eine unerfüllte Aufgabe, ich habe mit unerfüllten Aufgaben zeitlebens einen ziemlich fleißigen Umgang, würde ich mich jetzt daran nicht erinnern, an das Gelesene und das Gehörte. Und ich würde mir damit die Freude nicht verderben, dass ich nochmal ein Stück geradeaus laufen, zweimal um die Ecke an der Eisdiele und dem Bäcker mit dem köstlichen Butterbrezel vorbei, gleich am Spielplatz stehe. Da, wo mein Deutscher vom Trampolin in die Höhe befördert, das sprunghafte Leben fröhlich genießt. Ich nehme an, mein lieber vierjähriger Deutscher, mein Enkel, weiß noch gar nicht, dass er ein Deutscher ist. Und ich weiß nicht einmal, ob er es wirklich ist. Aber unser ist er auf jeden Fall. Und über den kleinen gelben Doppeldecker freut er sich. Er mag Busse. Doppeldecker besonders. In Friedrichshain gibt es keine. Zum Kudamm kommt er selten, also befördere ich diese zum Spielplatz. Hast du mir was mitgebracht, Opa? Sagt der kleine Deutsche zu mir auf Deutsch. Und ich sage auch auf Deutsch. Ja. Warte mal, wo habe ich es? Hier? Nein, du, ich habe es etwa nicht. Habe ich das verloren? Ein Versuch, die Spannung vor der epochalen Pointe zu steigern, in der ich den kleinen gelben BVB-Doppeldecker aus der Hosentasche ziehe und in der Handfläche präsentiere. Oi, toll, Opa, sagt mein kleiner Deutscher. Und der Bus springt dann nun mit ihm in die Höhe. Das schafft weder der 119er noch der 129er, die sonst den Kudamm entlang brausen und in Friedrichshain ersehnt und herbeigewünscht sind. Ich wollte ja mit ihm Tschechisch reden, es ihn lernen und ich fürchte, es wird wieder nicht klappen, so wie es nicht mit meinen Töchtern nicht geklappt hat. Immerhin spricht er mindestens dieselbe Muttersprache wie seine Mutter, meine Tochter, Deutsch. Das ist, wird mir bewusst, in unserer Familie die Ausnahme. Ich sprach nicht die Muttersprache meiner Mutter, nämlich auch Deutsch, und sie nicht die Muttersprache ihrer Mutter, nämlich Tschechisch. Dies mütterlicherseits von den Eltern meines Vaters, der doch immerhin auch außer im Tschechischen auch auf Deutsch die Märchen schreiben konnte, wenn auch mit Hilfe der so inspirierend gespannten Frau Schwarz, weiß ich gar nichts. Schon überhaupt nicht in welcher Muttersprache, Polnisch, Tschechisch, Jiddisch oder gar Deutsch.
Sie dachten, als man sie irgendwann mal 1939 oder 1940 erschlug und ermordete, irgendwo auf der Straße, irgendwo beim Lemberg, die Eltern meines Vaters. Ich muss leider davon ausgehen, dass es die Deutschen waren, die da zuschlugen. Was auch immer das eigentlich heißt, die Deutschen, ob unsere oder ihre eigenen, ist egal und nicht mal sicher. Es gibt so viele beflissene Helfer überall bei sowas. Der schwarze Rauch verhüllt das Verbrechen. Man erkennt nur die Umrisse. Mein kleiner Enkel spielt mit dem Bus und ruft Deutsch aus. Alle einsteigen. Und wir, ich und meine Tochter, werden zu Doppelpersonen. Einerseits hier auf dem Spielplatz, andererseits ganz klein in den kleinen Doppeldecker eingestiegen. Den gelben, der über die Sanddünen des Sandkastens irgendwo hinfährt, wohin die Reise beschwerlich und abenteuerlich, weil es sonst gar keinen Spaß macht, der Busfahrer zu sein. Dass er Busfahrer ist, darüber hat er in dem Moment gar keine Zweifel. Dass er Deutscher ist, davon keine Ahnung. Das Grübeln und Zweifeln darüber, ob tatsächlich und was es wohl bedeutet, liegt noch weit vor ihm. Da kommt der Bus jetzt nicht hin. Denn Mensch, sage ich mir manchmal, das sind die in der Haut gebündelten Träume. Feine und torhafte, fesselnde, ganze Universen schaffende. Und zwischendurch auch oft sehr hässliche. Und die werden besonders gerne weitervermittelt. Und der Mensch geht ihnen allen den Träumen nach. Ja, und immerhin, jetzt habe ich den Vortrag fertig. Mein Weg zu unserem Deutschen nach Friedrichshain. Ich danke Ihnen für das Zuhören und die Geduld dabei. Danke. Vielen Dank, Herr Mann, für diesen berührenden Vortrag, auch gerade zu Fragen der nationalen kulturellen Identität, sei es anhand eines Fußballspiels oder anhand der Sprache. Und mit einer sprachlichen Frage würde ich auch gerne beginnen, wenn wir noch kurz diskutieren. Sie haben ja auch geschildert, dass Sie es eigentlich abgelehnt hatten, mit Ihrer Mutter Deutsch zu sprechen und immer mit Sam Tschech, ich bin Tscheche, geantwortet haben, wenn sie versucht hat, mit ihnen Deutsch zu kommunizieren. Haben Sie noch etwas in Erinnerung, ob das in erster Linie kindliche Bequemlichkeit war oder auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck? Damals war Deutsch aus nachvollziehbaren Gründen ja nicht besonders beliebt in der tschechoslowakischen Gesellschaft. Oder was würden Sie sagen? Was war die Motivation, die kindliche Motivation, diese Sprache abzulehnen? Das ist jetzt nach so vielen Jahren rückwirkend natürlich eine Spekulation, weil meine jetzigen Kenntnisse da hineinfließen, die ich damals vielleicht nicht hatte. Ich vermute, das war irgendwie eine Mischung von dem Ganzen. Es war vielleicht vor allem der Wunsch, sich nicht von der Mehrheitsgesellschaft zu unterscheiden, wo ich irgendwie mit dem sechsten oder siebten Sinn ahnte, wir, unsere kleine Familie, unterscheiden sich da sehr kräftig. Meine Eltern waren eigentlich im gewissen Sinne Immigranten, also Einwanderer in das Land. Das haben sie mir nie erzählt. Wir sprachen Tschechisch zu Hause. Ich bin Tschechisch aufgewachsen. Und vielleicht ahnte ich doch diese gewisse nicht Fremdheit, aber eine gewisse Schattierung, die sich von der Mehrheit der um uns Wohnenden irgendwie sie abhebt und mit mir mich. Und deswegen habe ich vielleicht umso mehr mich da nicht sprachlich unterscheiden wollen. Vielleicht war mir das auch zu anstrengend, plötzlich umzuschalten. Ich glaube, der gesellschaftliche Druck, den habe ich nicht so wahrgenommen. Aber vielleicht meine Mutter und hat deswegen darauf nicht bestanden. Das kann sein. Vielen Dank. Ja, Sie hatten in Ihrem Vortrag auch erwähnt, dass Sie eine eigentlich nicht klar definierbare indirekte Verbundenheit auch bisweilen mit Deutschen verspürt haben, die sozusagen in Böhmen ihre Wurzeln hatten. Waren diese Erlebnisse in der Regel angenehmer Natur, wenn es zu Kontakten kam, dann vor allen Dingen ja in Ihrer Zeit dann in München oder Berlin?
Oder gab es auch Beispiele, wo man sie ablehnte, weil man sie sozusagen auf die tschechischen Wurzeln reduzierte? Die Begegnungen waren meist eine angenehme, das war, die Begegnung war meist angenehm. Ich kann mich an eine verwirrende oder traurige Episode erinnern, dass wir einmal im Jahre 70 oder 71 sowas mit meinem Vater nach Mainz gefahren sind. Und dann saßen wir in einem Biergarten und da kam zu uns ein sympathischer, eigentlich noch ziemlich junger Mann und hat uns Tschechisch sprechen gehört und er meinte, er sagte zu uns, wir sollen uns schämen, wir haben seine Mutter umgebracht. Da ich zu der Zeit noch über die ganzen Umstände der Nachkriegsgeschichte weniger wusste als später, hat mich das sehr verwirrt. Und auch natürlich traurig gestimmt. Und ja, das war die einzige, sage ich mal, etwas Konflikt- oder trauerbeladene Situation. Sonst waren die Begegnungen immer ja, eher mit der Sympathie getragen. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, Sie sind dann nach Berlin gekommen, Anfang der 70er Jahre, in eine Stadt, die geprägt war noch von der 68er Generation, auch mit Demonstrationen, wo laut Ho Chi Minh gerufen wurde, Ideen des Sozialismus, Kommunismus, denen wurde gehuldigt. Sie kamen aus einem Land, in dem diese Reform solcher Ideen gerade unterdrückt worden war. Wie surreal oder absurd kam Ihnen diese Situation letztendlich vor, in einem sozusagen kapitalistischen Land auf solche Demonstrationen oder auch Meinungen zu stoßen? Naja, sie hat mich in ein Gefühl der absoluten Fremde gestürzt. Also das war eine doppelte Fremde. Ich war erstmal in einem fremden Land sowieso. Ich war in einer fremden Sprache erstmal. Und dann war da noch eine Fremde in der Fremde zusätzlich, wo ich mit meiner Umgebung, sage ich mal, mit der Generation, mit den Leuten, die dasselbe Alter hatten wie ich, absolut nicht kompatibel. Und das war absurd und irgendwie bizarr für mich. Und ich habe konnte das erst später ein bisschen besser einordnen. Damals war das, wir waren ja, ich war eine Generation der 68er, die aus der Tschechoslowakei kam und kam zu der Generation der 68er Westberliner oder Westdeutschen oder auch Westeuropa und die waren, wir waren desillusioniert und die waren illusioniert. Und das ging nicht gut zusammen. Aber mit der Zeit hat sich diese Fremde ein bisschen geglättet. Man hat sich vielleicht auch mehr gegenseitig verstanden. Ja, die weitere Frage würde sich ein bisschen auf Ihre Tätigkeit auch als Drehbuchautor, in der stark mit dem Film auch verbunden, konzentrieren. Namen wie Rainer Werner Fassbinder oder Werner Herzog sind natürlich in Deutschland in diesen Jahren ganz groß herausgekommen, beziehungsweise dann vielleicht noch etwas später. Sie kamen aus den 60er Jahren auch, Sie haben ja, glaube ich, noch bei Milan Kundera auch Aufnahmeprüfungen gemacht an der Universität. Sie kamen sozusagen aus einer liberalisierten Welt der Tschechoslowakei, wo der Film ja schon eine bedeutende Rolle spielte, auch für diese Bewegung. Wie war Ihre sozusagen Wahrnehmung dieser Filme, die ja durchaus auch kontrovers in Deutschland diskutiert wurden, etwa von Fassbinder oder Herzog in dieser Zeit? Ja, die Ästhetik war mir nicht gleich zugänglich, bei Herzog mehr als beim Fassbinder, wobei ich seine Genialität jetzt gar nicht anzweifle. Aber mir waren, sage ich mal, die französischen Filme damals sprachen mein Herz und meine Seele mehr an. Und die tschechischen Filme, mit denen ich damals quasi groß geworden bin,
groß, nicht jetzt von klein auf, aber im Sinne, wenn man die Kunst richtig wahrnimmt. Und ich glaube, so dann in den Jahren so der Nachpubertät und Pubertät und wo man die Kunst richtig eintaucht, war der Wechsel zu der deutschen Neuen Welle für mich. Da war ich auch ein bisschen ungerecht vielleicht in meiner Empfindung. Und ich habe mich da ein bisschen langsamer genähert, aber über die Jahre dann schon sehr angenähert. Und ich kam mit dem, die Filme vom Herzog waren durch seine wilde Exotik mir irgendwie näher. Ja. Kommen wir zum Schluss noch zu Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit. Ihr vielleicht bekanntestes Buch ist ja Prag, Poste Restante, stark sich auseinandersetzen mit der Familie Mann. Deutsch geschrieben und von Ihnen selbst auf Tschechisch übersetzt. Welche Vorteile, Herausforderungen, Nachteile bringt es mit sich, sich selbst zu übersetzen? Also der Nachteil ist der Zeitverlust und der Vorteil ist die Freiheit, dass man das einfach nach seinem Gutdünken übersetzt. Man macht sich jetzt nicht so wahnsinnig viel Gedanken mit diesem und jenem Wort. Man hat nicht die Angst, dass man, damit will ich nicht sagen, dass diese zwei verschiedene Bücher sind, das ist schon werkgetreu, die Übersetzung, aber man hat nicht ständig die Gewissensbisse gegenüber dem Autor, dass man seinen Text nicht ganz perfekt in allen Nuancen wiedergibt, was man sonst als Übersetzer, denke ich, hat, weil ich habe auch versucht, manchmal Texte von anderen Autoren zu übersetzen. Das kam mir wesentlich schwieriger vor, als mich selbst einfach mal zu transferieren von einer Sprache in die andere. Sie haben ja auch dieses Jahr einen Roman veröffentlicht auf Tschechisch bislang, Stříbrný kouzelník, der silberne Zauberer. Möchten Sie uns ein bisschen was über den Inhalt verraten? Ich glaube, es spielt ja auch in den beiden Welten, in denen Sie sich bewegen, zwischen Prag und Berlin. Über den Inhalt befürchte ich, will ich Ihnen oder kann ich Ihnen nicht viel verraten, weil es ist ein Roman und ziemlich nuanciert, ziemlich lang und da würden wir jetzt noch Stunden hier damit verbringen. Aber das sind zwei Monolo eigentlich sind das zwei Monologe von zwei Menschen, die sich nicht kennen oder ein Leser versteht, wie die miteinander verflochten sind, die zwei Schicksale. Und die sind auch irgendwie zwei Fluchtgeschichten, eine aus den 50er Jahren und eine eben aus den 70ern. Und beide enden in West-Berlin. Und ich hoffe, die Lektüre ist spannend und vielleicht, wenn Sie das Buch auch mal aufmachen. Sind wir sehr gespannt und hoffen natürlich auf eine deutsche Übersetzung, entweder von Ihnen oder auch von jemand anders. Das lassen wir uns mal überraschen. Wir haben bislang der Versuchung widerstanden, Fragen zur Familie Mann zu stellen. Es soll ja um Ihren persönlichen Weg zu den Deutschen, gehen. Und am Schluss erliege ich mit meiner letzten Frage dieser Versuchung dann doch, nämlich um Sie zu fragen, ob Sie denn ein Lieblingsbuch haben, von Heinrich oder Thomas Mann oder auch, von anderen, aus der Familie Mann, dass sie uns beraten möchten. Ich habe von beiden Autoren nicht alle Bücher gelesen. Und die ich gelesen habe, die mag ich alle. Sie sind einfach beide, das würde ich mal sagen, sehr gute Schriftsteller. Das erste Buch, was ich aus der, sag ich mal, Familienwerkstatt überhaupt gelesen habe, war der Mephisto von Klaus Mann. Das habe ich noch auf Tschechisch gelesen. Erstmal. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich mag den Klaus Mann sehr. Und mich hat auch sehr, sehr, sehr das Buch Wallenstein von Goloman beeindruckt und irgendwie gepackt. Das würde ich jetzt dazu hier vielleicht kurz anmerken wollen. Ne? Die Leute schrieben alle ganz, ganz gut, würde ich mal sagen. Mit dem Wallenstein sind wir wieder in Böhmen angekommen. Das ist ein schöner Schlusspunkt.
Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch, für den sehr, sehr interessanten Vortrag, den wir ja dann auch 2024 gerne in einem Büchlein zusammen mit anderen Beiträgen veröffentlichen möchten. Vielen Dank noch einmal für Ihren Vortrag und alles Gute für Sie. Vielen Dank für die Einladung und auch für Sie alles Gute. Dann tschüss erstmal. Auf Wiedersehen.